Moin Moin und damit herzlich willkommen zu einem neuen, diesmal doch relativ kleinen und kurzen Horrorspiel. Doch, ja, auf jeden Fall. Und zwar Don't Knock Twice. Es gab schon einen Film und das Spiel hat ganz leichte Parallelen zu dem Film. Ganz leichte. Habe ich gehört bzw. gelesen, dass die Entwickler gesagt haben, es gibt halt ein paar ganz kleine Parallelen. Ja, ich habe hier vorhin schon einmal wegen dem Ton und dem ganzen Zeug geguckt, deshalb steht da jetzt auch Fortsetzen. Aber ich muss sagen, dass die Musik doch gerade etwas... Alter... Das bringt ja gar nichts. Achso. Ja, natürlich. Danke. Das war doch eben auf Deutsch. Warum ist das jetzt... Egal. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal und knocken einfach mal. Zweimal. wenn sie neu... Ja, natürlich. Und los geht's. Ich habe noch keine Ahnung, was mich erwartet. Wie gesagt, ich war bis jetzt nur in diesem einen Raum. Ich glaube, es war irgendwie ein Wohnzimmer oder so. Ja. Ich weiß, also im Internet stand Survival Horror. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Yeah. Ladezeiten, natürlich. Ist halt die PlayStation, ne? Tja. Tja, tja, tja. Es geht, glaube ich, um irgendwelche Geister oder Dämonen oder um einen Geist, der, keine Ahnung, irgendwas heimsucht. Okay. Okay. Siehst du? Irgend so ein Wohnzimmer. So, greifen. Lass mich nicht in Ruhe. Das habt ihr auch gesehen, oder? War doch ein Schatten. Ernsthaft. Nehmen Sie den Kerzenhalter, um Ihre Wege zu beleuchten. Ist das kein Kerzenhalter? Hallo? Kerzenhalter? Hello? Ah. Eine. Warte mal, das. Moment, das ist das falsche Bild. Kann ich zoomen? Nein. Ja, das Spiel ist extrem dunkel ge... Was ist das? Achso, eine Vase. Werfen. Oh. Extrem dunkel gehalten. Ach da. Ich weiß nicht, YouTube ist ja sowieso immer ein bisschen dunkler als die Aufnahme selbst. Moment. Entschuldigung, ich muss noch einmal hier Controller-Einstellung. Kriechmodus an und Laufmodus von mir aus auch. So. Ich hab. Alter. Es tut mir leid, ich muss nochmal eben. Ich habe nämlich nicht auf. So. Anwenden gedrückt. Jawollo. Was zur... Alles klar. Alles klar. Ich bin weg. Hier hat noch was geleuchtet. Moment, jetzt will ich einmal eben gucken. Ich hasse mein Leben. Ich hasse es. Was ist hier?
Da ist gar nichts mehr, okay. Gut, die gehen einfach so an. Das ist schon mal relativ beruhigend. Es ist so beruhigend, wie es in dieser Situation sein kann. Oh. Ha. Entschuldigung. Ich habe echt Spaß an sowas. Da ist noch eine Kerze. Nee. Das waren, glaube ich, alle. Okay, das hat wirklich viel gebracht. Was ist das denn? Eine Mama mit ihrem Kind. Okay. Ja gut. Da ist noch eins. Gibt es in diesem Haus keinen Strom? Was ist das denn? Also diese Oh, die guckt aber böse. Die guckt aber nicht gerade freundlich. Hä? Alles klar. Ich will das nicht. Ich will es einfach nicht. So, hier hat er was geleuchtet. The struggles with great two listed buildings. Ach, lesen. Ja, gucke mal. Am südlichen Rand der walisischen Täler steht ein atemberaubendes Beispiel dezenten Baustils. Es ähnelt dem Stil des späteren oder des späten 17. Jahrhunderts. Als Kern steht ein mittelalterlicher rechteckiger Turm und ein Innenhof, der den ungewöhnlichen Aufbau des Gebäudes verbindet. Dieser besteht aus Eingangshalle, Salon, Küche bzw. Frühstückszimmer und einem Speisesalon. Am hinteren Teil des Hauses wurde eine sanierte Kapelle angebaut, die jetzt als Kunststudio benutzt wird. Das Haus ist mit Stufe 2 bewertet und wurde vor kurzem durch die neuen Inhaber, die Webb-Thomas-Familie, vollständig erneuert. Ja, kann ich eventuell das, funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber egal. So, können wir irgendwas an diesem... Ha. Entschuldigung. An diesem Laptop machen? Eigentlich wollte ich... Zu. Scheiß Technik. So, was haben wir da? Private and Confidential. In the event of non-delivery, please return... Okay. Ja gut. Ja, dann ist das... Was haben wir da noch? Kann man da irgendwas... Miss Dorothy... Irgendwas. Na gut. Oh. Entschuldigung. So sieht das doch direkt viel freundlicher aus. Ein Putzeimer. Ich schätze, wir müssen hier raus. Ja, mehr haben wir sowieso nicht. Hier ist auch nicht... Okay, gut. Ja, das müsste erstmal alles hier drin gewesen sein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie gesagt, es geht... Alter, dieser Controller, ne? Warum hast du den Strom abgeschaltet? Ich hasse dich! Fräulein, ich habe gar nichts gemacht. Was zur Hölle? Was passiert da? Sitzt der auf dem Pott? Oh Mann. Okay, ich... Wo muss ich hin? Da leuchtet was. Das gucken wir uns direkt gleich mal an. Okay, die Tür ist zu. Habe ich schon gesagt, dass ich Horrorspiele eigentlich hasse? Oh! Alles klar. Komm hier hin, du Geist. So, greifen. Und lesen. Tagebuch von Chloe. 10. Oktober 2016. Okay. Sie hat mich vor so vielen Jahren einfach weggeworfen. Und jetzt schlendert sie in mein neues oder in mein Leben zurück und erwartet, dass jetzt alles in Ordnung ist. Daraus wird nichts. Sie soll mich einfach in Ruhe lassen. Sie versucht mich mit ihrem coolen Job und großem Haus zu beeindrucken. Aber es gibt keine Entschuldigung dafür, dass sie mich verlassen hat
Und ich hasse sie dafür. Wir sind jetzt Fremde. Sie ist nicht fähig, Mutter zu sein. Und sie schickt mich sicher zurück ins Heim, sobald ich sie langweile. Okay. Also ich werde jetzt einfach mal mutmaßen. Und das ist auch ein Schiff. Ist das dieses Haus? Das kann sein, ne? Da ist... Oder da ist der eckige Turm. Oder da ist der eckige Turm. Ach, keine Ahnung. Wir werden es ja irgendwann sehen. Ja, ich glaube, das ist der Turm. Das ist das Haus. Und das müsste das Haus von der anderen... Ja, sind auf jeden Fall rundgebogene Fenster. Passt. Kommen wir hier nochmal rein? Hier kommen wir nochmal rein. Aber da hatten wir ja alles. Das ist der Typ auf dem Pott. Wie gesagt, ich mutmaße jetzt einfach mal, dass Chloe unsere Tochter ist und wir die Mutter, die nicht fähig ist, eine Mutter zu sein. Und anscheinend spielen wir Golf. Alles klar. Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht, okay. Dann halt nicht. Dann ist es halt so. So. Okay, also es ist schon... Oh, war ich nicht. Das war der Geist. Es ist schon relativ bedrückend und es tut mir leid, ich muss echt nochmal unterbrechen. Sensitivität auf 1,3. Besser. Habe ich schon gesagt, dass ich mein Leben hasse? Ernsthaft, ich... Boah. Ich will das nicht. Ich will einfach nur hier... Vergiss es. Wir haben immer noch kein Spiegelbild, aber wir haben eine Lichtreflexion, die von da hinten kommt. Ja, von mir aus. So, was haben wir da? Nein, da. So, die Geschichte hinter der preisgekrönten Künstlerin und Bildhauerin Jessica Webb Thomas. Ich schätze, das sind wir. Eingebung kann von überall, von allem kommen. Meine wird durch meine Beziehung zu dieser Welt geprägt, zu der ich mich verbunden fühle. Seitdem ich 9 Jahre alt war, wusste ich, dass ich Künstlerin werden will. Ich habe es immer geliebt, mit Ton zu spielen. Aber erst während meiner Jugendjahre entdeckte ich meine Begabung für die Bildhauerei und ich liebe es noch heute. Ich bin begeistert von Bindungen, die wir als Menschen machen. Die stärkste Bindung ist zwischen einer Mutter und ihrem Kind. Ja gut, finde ich jetzt persönlich ein bisschen geheuchelt. Steht da wer? Ist da nicht ein Schatten? Wir sehen es gleich. Hier ist nochmal eine alte Frau. Da ist eine junge Frau mit einem Baby. Es sieht aus wie ein Gespensterbaby. Was es wahrscheinlich nicht ist. Ja, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Irgendeinen Schatten oder so? Komm, mach mal Licht hier. Was haben wir hier? Achso. Ja gut. Ja, das... Ja klar. Natürlich. So etwas hätte ich mir auch eingebaut. In mein Zuhause. Da können wir nichts mitmachen. Haben wir da unten irgendwas? Okay, Schubladen und sowas können wir nicht bedienen. Wir sind wahrscheinlich besonders. Amt für Gesundheit und Soziale Dienste. Abteilung für Jugendliche und Kinder. 2. September 2016. Antrag auf kurzfristiges Sorgerecht. Sehr geehrte Frau Webb. Bitte betrachten Sie diesen Brief als eine Art Vereinbarung bezüglich Chloe Ann Webb, unsere Tochter. Anhand der Beweise und der Zusage von Chloe sind wir froh, Ihnen mitzuteilen, dass ein Probesorgerecht für Ihre Tochter eingerichtet werden kann. Sobald eine Probezeit bestimmt wurde, schicken wir Ihnen einen endgültigen Brief mit der Bestätigung. Mit freundlichen Grüßen, Julia Andrews, Abteilung für Jugendliche und Kinder. Alles klar. Ich sollte mir vielleicht angewöhnen, die Sachen ganz normal wieder wegzulegen. Ich kann auf diesem Bild gerade nichts erkennen. Doch, ein Schiff und hoher Wellengang. Okay.
So um den Dreh. Was damit? Nix. Gut. Gott, das sieht aus wie ein Keller. Ganz bestimmt nicht. Jacke anziehen. Oder auch nicht. Ist wahrscheinlich nicht kalt draußen. Aber ich will ja gar nicht raus. Ich will das doch gar nicht. Entschuldigung. Ja, ist klar. Okay, wer klopft denn jetzt hier? Ist das unsere Tochter? Was? Okay. Mama, du wirst mich wieder verlassen, nicht? Du selbstsüchtige Hure. Was? Ach so. Ihr habt das gehört, oder? Ich habe gerade weggeguckt, aber ich... Was war das? Geister machen nicht solche Geräusche, soweit ich weiß. Oder? Ich meine, ich habe jetzt noch keinen persönlich kennengelernt, ne? Okay, da können wir durch. Was ist hier? Ja, natürlich, hier ist zu. Oh Gott. Oh Gott. Jawollo. Hier einmal an. So. Machen wir da einmal an. Okay. Sonst haben wir hier keine Kerzen mehr, ne? Ja. Natürlich. Oh Gott, ich hasse euch alle. Was ist das? Das ist ein Gitter. Okay. Ja, gut. Was? Was war das? Ach so, Reflexion. Ja, immerhin gehen wir wieder rein. Ah, alles klar, hier waren wir. Alter. Ernsthaft. Lass das. Kranker Scheiß. Okay. Das hier war... Mein Gott, wer macht den Türen so langsam? Nur das Bild oder die auch? Nee, das ist noch normal. Ey! Was zur... Was zur Hölle? Also ich will ehrlich sein, ich will hier nicht mehr sein. Ich fühle mich nicht wohl. Jemand ist eingebrochen, hat mein wunderschönes Familienporträt, ist eine kleine Familie, ne, ist halt so, misshandelt. Wie sagt man das? Auch nicht misshandelt, verschandelt. Das ist eindeutig Vandalismus. Und am Laptop war auch jemand. So. Ich meine, es gibt doch diese Matruschka-Puppe. Eben, das waren doch Collectibles, ne? Ich glaube, ja. Ja gut, hier, Kerzen aus, das kann natürlich sein, ne? Türen sind auf. Wenn Zug entsteht. Ja. Natürlich. Hier. Wo geht die Tür denn hin? Da ist überdacht, aber... Oder ist das der Haupteingang? Das kann natürlich der Haupteingang sein, ne? Vergiss es. Träum weiter. Komisches Monstervieh. Ah, da ist wieder zu. Okay. Ja, träum halt nicht weiter. Ich komme ja schon. Alter, ey. Er macht die Tür noch langsamer auf. Ey.
Ja, klar. Die guckt auch so böse. Was? Ich hasse es. Ja, geil. Ich bin ein Held. Ich bin ein absoluter Held. Lass sie mich bitte durch die Wand geschmissen haben. Nope. Alles klar. Was haben wir denn da? Bäume. Bäume und ein oder zwei Typen. Ist sie wieder da? Nein. Schade. Schade, schade. Another child goes missing. Missing, nicht missing. Entschuldigung. Bridget Insider. 12. Oktober 2016. Ein weiteres Kind vermisst. Ein örtlicher Junge ist einer von mehreren in den letzten Wochen verschwunden gegangener Kinder. Man sah ihn zuletzt, als er mit seinen Freunden Klingelstreiche vollführte. Siehe Seite 19. Ja gut, da ich den Film... Ich glaube, ich habe den Film gesehen. Ich glaube es. Also das ist ja dieses Haus... Ne? Alter! Ich schätze mal, er hat in diesem kleinen Spukhaus einen Klingelstreich gespielt. Und warum ist die... Ist das nicht die Eingangstür? Sehr beruhigend. Ne? Klingelstreiche gespielt und das hat Daddy das dem Besitzer, dem besessenen Besitzer, was auch immer, irgendwas mit Geistern nicht gefallen? Scheiße, das habe ich gar nicht gesehen. Alter, wir können nur nach oben, ne? Oh, Moment, ich sehe gerade. Zeit ist um. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und eventuell gibt es auch noch eine zweite Folge. Das werden wir früher oder später sehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte, ja, Spaß. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.